Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum vierten und letzten Mal darf ich Sie zu unserer Reihe von der Coop-Festtagsrezept begrüßen. Ich hoffe, dass Sie in der Zwischenzeit den einen oder anderen von unseren Vorschlägen ausprobiert haben und mit dem Rollschinkli, einem gefüllten Truthahn oder einem gespickten Rindsbraten bei Ihrem Weihnachtsessen erfolgreich gewesen sind. Falls Sie jetzt auch am Silvester oder am Neujahr mit kulinarischen Höhenflügen glänzen wollen, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Das Team vom Coop Kochstudio hat uns nämlich nochmal mit neuen, lustigen Ideen versorgt. Meine Kollegin Esther weiss mehr darüber. Klar soll der Rutsch ins neue Jahr fröhlich sein, aber nicht nur. Darum zeige ich Ihnen heute noch ein paar pikante Häppchen. Das Schwierigste am Ganzen ist der sogenannte Schutteig. Knapp 1,5 Deziliter Wasser, 60 Gramm Anke und ein Viertel Teelöffel Salz aufkochen. Dann das Mehl und das Backpulver auf einmal im Sturz zufügen und mit der Kelle so lange rühren, bis sich der Teig vom Pfannenrand löst. Dann vom Herd nehmen und zwei Eier nacheinander drunter rühren. Den Teig jetzt mindestens eine Stunde abkühlen. Dann mit einem Sack kleine Häufchen aufs Blech spritzen und im vorgeheizten Ofen während 12 bis 15 Minuten goldbraun backen. Anschliessend werden die Ofenküchli dann aufgeschnitten und mit pikanten Köstlichkeiten gefüllt. Genau, zum Beispiel mit einer Geflügelcreme. Die geht ganz einfach. Die Truthahnbrust grob hacken, dann zusammen mit Anken und Rahm, mit dem Stabmixer pürieren und mit Pfeffer und Salz abschmücken. Dann kalt stellen, bis man die Creme braucht. Ein weiterer Vorschlag wäre der Sellerienussschaum. Nach dem Waschen und Rüsten der Sellerie ganz fein hacken. Die Nüsse ebenfalls hacken, den Rahm steif schlagen, dann der Sellerie, der Parmesan und die Nüsse unter den Rahm ziehen und mit Pfeffer und Salz würzen. Nur einfacher, aber trotzdem köstlich und vor allem auch sehr attraktiv fürs Auge, ist Creme Fraiche mit Roggen. Einfach einen Topf Creme Fraiche auf einen Cracker oder Pumpernickel streichen und in der Mitte mit ein bisschen Seehasenroggen belegen. Sie sehen, die Füllungen und Aufstriche brauchen nicht viel Vorbereitung und sind schnell parat. Als Unterlage eignet sich ein Dreieck- oder Viereck-geschnittenes Toastbrot, Pumpernickel oder Crackers. Und besonders dekorativ sind natürlich eben die Ofenküchli, die Esther am Anfang gemacht hat. Ja, die werden, wenn sie abgekühlt sind, in der Mitte abeinandergeschnitten, mit einer Füllung oder einem Aufstrich belegt und dann kommt der Deckel wieder drauf. Wie immer ist das im Studio da alles ein bisschen schnell gegangen. Sie können aber das Rezept für den Schutteig und für die Aufstrich und Füllungen wie gewohnt in der Coop-Zeitung detailliert nachlesen. Viel Vergnügen! Wir machen jetzt weiter mit dem Markenfenster. Zu sehen gibt es dort heute den Jakobskaffee Médaille d'Or und die ebenso feine Konfitüre Bon Maman. Unverwechselbaren Aroma von Médaille d'Or beginnt, weiß, dass der Beste von Jakobs auch das Beste aus dem Tag macht. Denn nur Médaille d'Or hat das beste Aroma bis zum letzten Tropfen. Jakobs Médaille d'Or. Weil man gerade jetzt über die Festtage sowieso mehr Kaffee trinkt als üblich, offerieren wir Ihnen neben vielen anderen interessanten Angeboten zum Beispiel die 500 Gramm Packung Jubilor Classico Wack für nur 4,80. Das Kilo Bananen kommen Sie über für nur 1,90. Und die 5,5 Kilo Box Persil gibt es für 12,90. Außerdem offerieren wir Ihnen 3 Büroordner für nur 7 Franken. Im Coop Restaurant offerieren wir Ihnen ein Hufsteak Café de Paris mit Pommes Soufflé und Bohnen für 9,90. Mit diesen Aktionen bin ich wieder mal am Schluss für heute. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben zum Zuschauen. Am Samstag dann einen guten Rutsch und auf Wiedersehen im neuen Jahr.